Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Terraria. Es ist wie schon wie so oft alles nur halb so schlimm wie zuerst angenommen. Mit dem Enterhaken hätte ich zuerst gedacht, mit dem rechten Stick muss man zielen und dann wird dorthin geentert, gehakt. Es ist allerdings so, hier in diesem Smart-Modus funktioniert das mit dem linken Stick auch. Das ist dann, ja, um einiges intuitiver. Also, wie gesagt, alles nur halb so schlimm. Ja, was wollen wir heute machen? Zuerst will ich mal schauen, ob ich nicht hier Stoff machen kann. Ein Sofa. Stoff. 4. 4 ist eher doof. Ich brauche nämlich... Ach so, ich habe schon 7 Seide, ist das okay. Ich brauche, glaube ich, nämlich 5 für ein Bettchen. Wenn mich hier nicht alles täuscht. Schauen wir mal, ob wir hier ein Bett zaubern können. Ein Kaktusbett auf jeden Fall. Ja, bauen wir gleich ein Kaktusbett. Ist ja schön, okay. Wir machen uns, denke ich, hier so ein kleines, gemütliches Schlafzimmer. In den Lehmboden rein. Okay. Das war doof. Hier so. Dreck muss sein. So. Und dann machen wir uns auch hier eine Tür rein. Weil ein Schlafzimmer braucht eine Tür. Ich habe, glaube ich, keine mehr vorrätig. Das heißt, wenn wir schon bei Kaktusbett sind, dann nehmen wir auch eine Kaktustür. So, die wollen wir hierher platzieren und das Bett ist hier, das ist sehr schön. So, genug Licht und dann können wir hier interagieren. Hätte ich gedacht. Irgendwas passt hier noch nicht so ganz. Ich kann diese Tür zum Beispiel. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann auch dieses Bett nicht benutzen. Jetzt versuchen wir mal das Bett hier in einem dieser Räume, weil da wissen wir, das ist ein voll funktionstüchtiger Raum. Wenn wir das hier, Spawnpoint gesetzt, Spawnpoint entfernt. Okay, also das funktioniert. Es muss nur ein funktionierender Raum sein. Wahrscheinlich auch eine gewisse Höhe muss er haben. Wir bauen jetzt einfach mal so
dann ist er auf jeden Fall hoch genug. Und wir bauen auch den ein wenig länger noch. So. So würde ich sagen. Okay. Der ist jetzt auf jeden Fall groß genug. So. Dann wollen wir, ups, hier die Tür einsetzen. Hier. Ich kann da nicht durchgehen. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Wenn ich jetzt eine normale Holztür hernehme, vielleicht funktioniert einfach die Kaktustür hier nicht. Holz. Eine Holztür. Ups, hier. Nö, ich kann die. Ich kann hier unten keine Tür setzen. So. Schluss damit, wir werden hier. Hier diesen. Oh. Diesen Raum etwas erweitern in diese Richtung. Dazu so machen wir das so. So. Oh, unten ist ein Schmetterling. Schön. So, das passt. Das hier wird vergrößert. Machen wir gleich bis hierhin. So, hier die Tür weg, auch die Bäume hier und dann können wir die Tür hier wieder setzen. Jetzt wird sie auch, kann sie auch geöffnet werden. So, dann brauchen wir eine Wand. Und da hat es geheißen, hier sollen wir doch, mögen wir doch eine Steinwand machen. So, natürlich werden wir das auch machen. So, weil wir wissen, Stein schützt mehr als Holz. Das ist, glaube ich, egal hier, aber es sieht einfach auch cool aus. So, dann hier noch. Ups. Irgendwo haben wir doch auch einen Hammer. Hier. Da werden wir nämlich jetzt das Holz hier abbauen und auch durch Stein ersetzen. Dauert zwar ein bisschen, aber ich denke, das Ergebnis gibt uns recht. Das sollten wir machen. Und ich denke, dann können wir natürlich auch das Bett hier hin platzieren und einen Spawnpunkt setzen. Und somit spawnen wir nicht immer außerhalb unserer kleinen, aber feinen Basis, sondern endlich mittendrin. In den sicheren vier Wänden. Okay.
So. Hier unten können wir auch weitermachen mit Stein. Dann könnte es ja sogar sein, dass hier unten das auch funktionieren würde. Es ist halt, dass der Dreck hier wird vielleicht auch nicht als Wand angesehen. Das wäre möglich. Aber es ist jetzt vorerst mal egal. Wir stellen hier mittendrin unser Bett rein und Spawnpoint ist gesetzt. Wir haben noch 75, das werden wir hier noch verwenden. So, das kann jetzt nicht sein, dass hier Schluss ist. Die paar muss ich jetzt schon noch machen. Vielleicht, hoffentlich reichen 8. Ich glaube, das passt genau. Okay. Das hätten wir. Platz haben wir eher weniger hier. Das sollten wir ändern. Schnell stapeln, da ist schon mal einiges weg. Schnell stapeln, ja, okay, da haben wir nichts. Was habe ich denn hier gesehen? Da ist ein Kochtopf. Hierhin. Ich habe doch den Webstuhl habe ich vorhin abgebaut. Ist der jetzt hier drin? Pilz, Pilz, Pilz. Ich sehe ihn nicht. Hier ist der Webstuhl. Hier einen will ich. Und den bauen wir hier hin. Hier. So. Weiter geht's. Was kann ich noch? Der Enterhaken bleibt natürlich. Die Türen. Einmal, zweimal. Diamant, zerfetzter Stoff. Ich würde sagen, das passt jetzt hier. Da gehen wir jetzt in diese Richtung. So, und schauen mal. Ups. Und schauen mal, was wir so finden. Das wäre cool, wenn ich da. Ah, da komme ich nicht so leicht drauf, aber ich kann ja da durch. So, hier war dann genau das Schneegebiet. Und unser Feinddetektor unter der Minimap ist auch cool. Kein Feind, keine Feinde in der Nähe. Da sehe ich sofort, wann wird es etwas, ups, etwas brenzlig. Die haben eh nichts mit, oder? Außer Giber. So, da wird's finster.
Ah ja, genau. So, ja, das ist ja ganz toll. Ein Blutkriecher. Ah. Schade. So, okay. Das heißt, wir sollten jetzt mal hier rauf schauen, also nochmal hier rüber schauen. Erstens unser Geld wieder zurückholen. Und außerdem dem Blutkriecher mal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Wessen Welt das ist? Das ist meine Welt. Zombie-Eskimo. Ach, leider sind jetzt wieder so viele Dämonenaugen unterwegs des Nachts. Aber das Geld von denen nehme ich natürlich gern. Da beschweren wir uns nicht. Okay. Gleich sollten wir wieder dort sein. Ich fürchte, die sind auch noch etwas zu stark. Ich würde auch gern Licht machen. So. Und hier ist er schon wieder. Der Blutkriecher. Sollen wir runter? Ja. Ach so, das geht. Ist nicht so ein Wirbel. Ist nicht so schlimm. Oh, hier geht's runter. Ich weiß nicht, ob wir das wagen sollen. Ich tendiere im Moment eher zu nein. Kann ich hier was hinbauen, ja? Ich will hier rauf. Jetzt, so. So, jetzt. Sollte hier was. Ups. Was bauen. Damit wir hier ein wenig raufkommen. Wow. Die haben wenigstens nicht viele Hitpoints. Ein Wirbel. Ich müsste mal nachfragen, was man mit einem Wirbel machen kann. Dazu haben wir ja unseren schlauen NPC. Böser Pilz. Oh, 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 oh.
nicht gut. So viel Wasser ist nicht gut. Außerdem habe ich fast keine Energie mehr. Ich denke, ich gehe mal zurück hier. Aber mir fehlt irgendwie der Dungeon. Aber der muss auch irgendwo sein. Aber mehr Ausflüge sind im Moment hier an der Oberfläche nicht drin. Ich glaube, wir sollten uns eher auf die unterirdische Erkundung stürzen. Und mal dort ein bisschen bessere Sachen zusammensuchen. Ach, schon wieder ein Dämonenauge. Noch zwei Schnuppen. Noch eine Schnuppe. Oh, das ist doof. Ja, zum Glück hat er nicht viele Hitpoints. Dieses Auge ist auch hinüber. Ich sollte auch bei meinen Erkundungen das Geld in der Basis lassen. Weil wenn ich sterbe, verliere ich nicht so viel. So, genau das werden wir jetzt hier machen. Und zwar haben wir ja irgendwo eine Kiste. Da haben wir eine Pilztruhe. Und die werden wir jetzt hier platzieren. Und schmeißen wir das Geld rein. Zack, zack, zack. Bum, 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 bum. Das ist auch doof. So. Das können wir jetzt verwenden. Jetzt haben wir schon ordentlich Mana. Und jetzt gehen wir mal da runter. So, und hier bauen wir mal weiter nach unten. Hier haben wir zwar schon ein wenig erkundet, aber unseren Elevator müssen wir ein wenig erweitern. Skelett. Oh. Okay, hier können wir wieder rauf, das passt gut. So, Spinnennetze abbauen. Das gefällt mir auch. Wolframerz. Ein Lorengleis. Also Wolframerz haben wir hier genug. So.
wir außerdem wieder brauchen, das wären ein paar Fackeln. Sollte reichen vorerst. Ein gemeiner Wurm. Kommt er wieder? Vorerst nicht. Eigentlich schon. Ich sollte Fackeln benutzen. So, wo ist er, der Wurm? Hier ist er. Kommt er? Hier war er. Ich habe kein Licht. So, das ist denkbar ungünstig hier. Den erwische ich auch viel zu selten. Oh, was haben wir hier? Amethyst. Ups. Spinnennetze. Das Höhlenerkunden ist immer total spannend. Mäuschen. Was haben wir hier drüben? Auch eine Höhle. Schauen wir mal hier ein wenig drüber. Jetzt können wir nämlich hier. Oh! Da hatte ich doch glatt einen ganz guten Riecher, glaube ich. Da ist auf jeden Fall was Besonderes. Was ist das? Okay. Die berühmten letzte Worte, das sieht cool aus, was ist das? Ob ich da jetzt wieder hinfinde? So, Moment. Hier rüber, hier runter. Da drüben ist es, okay. Auf jeden Fall eine Fackel zünden. Okay, das funktioniert so nicht. Nö, das machen wir anders. Weg und hier bauen wir was dazu und dann passt schon. So, was haben wir jetzt hier? Golderz, haufenweise Golderz, Sprengzünder. Auf jeden Fall, das Golderz wird abgebaut.
Das ist mal eine Goldader. Weg, meine Goldader. Okay. Ups. Das Gold jetzt hier nehmen wir auch noch mit. Oh, hier ist noch Gold. Noch mehr Gold. So, ich denke, das war's jetzt vom Gold her. Schlickblock. So. Autsch. So. Hier geht's runter. Das war. Ja. Ah ja. Das war eine Pfeilfalle. Aber bevor wir jetzt runtergehen, machen wir hier lila Fackel war das. Tom. Da können wir schon viele Sachen machen. So, Wolframbahn. Goldbahn. Goldspitzhacke. Moment, Goldspitzhacke 55% Spitzhackenkraft und die hier 50%. Okay. Also Gold ist mal besser. Eine Schutzbrille. Ach so, hier haben wir schon eine. Ah, die sollte man aber auch ausrüsten. Dann wollen wir. Moment, ein Goldbreitschwert. 13 Nahkampfschaden, 12 Nahkampfschaden. 6% Crit-Chance, sehr schnell. Dann wäre einen Schaden mehr. Puh. Ja, egal. Ah, das war jetzt doof. Ich hätte mit der Spitzhacke beginnen sollen. Weil jetzt habe ich hier einen lästigen Goldhammer. Das Schwert ist jetzt ein gefährliches Schwert. Oh, schön. Und die Schutzbrille. Ah, die kann ich hier nicht. Wo kann ich die einsetzen? Ach so, das ist für den Kopf was. Hm. Ja, das war wohl eher nix dann. Hier haben wir einen Sprengzünder. Kann platziert werden, wagen und gewinnen, ja. Saphir. Diamant. Das Sprengzeug. Gehen wir noch hier hin. Ich wollte noch unseren netten Trent ein paar Sachen fragen. Hallo Trent. Ich brauche Hilfe. Achso, herstellen. So. Und zwar wollte ich wissen, was ich aus. Was kann ich aus Diamant machen? Diamanthaken.
weiße Laserklinge. Uiuiui. Da brauche ich aber Meteoritenbahn. Diamantstab, Platinbahn. Robe. Ja, das ist schon mal ganz nett. Aus zerfetzten Stoff kann ich eine Goblin-Kampfstandarte bauen. Ruft eine Goblin-Armee herbei. Ist jetzt was für später eher. Den Wirbel wollte ich wissen. So, einen Kampftrank. Blutige Wirbelsäule. Vorladung der Brain of Cthulhu. Mechanischer Wurm ruft den Zerstörer. Okay, den brauche ich also, um allerlei Böses herzuzaubern. Ansonsten zum Beispiel Mondglanz. Da haben wir Geschlechtsumwandlungstrank. Okay, das ist auf jeden Fall für allerlei Tränke gut. Böse Pilz für böses Pulver, verbannt das Heilige. Okay. Hier. Wirbel. Diamanten können wir auch momentan mal wegpacken. Und den zerfetzten Stoff auch. Hierhin. Feder. Stern in der Flasche. Böser Pilz. Und den Saphir. Gut. Schauen wir noch mal runter. Vielleicht schauen wir mal, dass wir hier rauf können wieder. Au. Drauf. Das heißt, wir können weiter runter. Juhu. Schleimmami. Ach. Es ist so finster. Schleimmami, Schleimbaby. Ja, die haben natürlich auch nur Kleber dabei. Da noch mal rauf. Ja, jetzt sollte ich mal zielen üben. So, dann bauen wir uns hier mal so ein bisschen was. Und ich hab. So, jetzt habe ich Licht. Ich will da seitlich ein untoter Minenarbeiter. Noch mal sowas her. So. Jetzt sollte aber dann
wieder passen. Okay. Das ist natürlich jetzt auch wieder nicht super für unseren Elevator, dass hier so viel Wasser hier ist. Aber wir schauen mal. Wasser fließt ab. So, und wir können weiter nach unten bauen. Ja. Oh ja. Das sieht cool aus, wenn Licht hier ist. Ah. So. Lasst mich in Ruhe. Ich will hier rauf. So, sehr cool. Nein, das wollte ich nicht. Also, da brauche ich noch Übung mit dem Enterhaken. Aber das war mit der... Das war mit Maus und Tastatur auch nicht anders. Da ging es auch nicht sofort. Ah, fast. Na, das war es nicht. Ja, das wollte ich. Hier rüber. Und da. Oh nein. Ja. So kann's gehen. Ich würde sagen, für heute war es das wieder. Wir haben einiges wieder geschafft. Wir haben auch wieder einen schönen Lebenskristall dazu bekommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich den anderen hingepackt habe, hier. Passt, jetzt haben wir schon zwei. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, warum ich es jetzt nicht nehme, weil das auch gewisse Events starten lässt. Und ich glaube, ich noch nicht so wirklich bereit bin dafür. Falls ihr denkt, ich wäre schon für das Eye of Cthulhu, für den ersten Boss hier ausgerüstet, schreibt mir doch mal in den Kommentaren. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, wie viel Hitpoints der hat oder ob ein Goldschwert und eine Kaktusrüstung dafür ausreichen sollte. Vielleicht wisst ihr es noch, dann lasst es mich wissen. Für heute, wie gesagt, war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.